meine Idee, auf den Sonntag hierher zu fahren, wie in Münster, dass es dann leer ist, war genial daneben. Das riecht hier so lecker, ne? Wir haben eben erst gut gefrühstückt. Wir haben Rührei gemacht, aber hier riecht es so super. Ich bin mir nur nicht schlüssig, ob wir die Fahrräder schieben dürfen, weil du siehst ja keine Räder, aber wir waren noch die einzigen Jecken, die eben im Rad hier reingefahren sind. Von daher, es ist voll, wir versuchen. Da sind Räder. Ja, abgestellt. Willst du die hier abstellen? Ich will das ja mitschleppen. Guck mal, da oben das Schild. Ah! Yes! Jetzt hält er mir die Kamera in das Foto. Er hat eben noch gesagt, er wird keine Fotos machen. Jetzt ist er wieder da. Knipse Lies ist eingeflogen. Oh, die Katamaran, ich sehe gar nicht viel. Ich muss mal mein Vehikel abstellen. Ich sehe ja gar nichts. Hast du wieder geschafft? Ja. Regnet. Ich habe gerade geguckt, da sah es aus, als wenn es aufhört. Hab Alfred geholt und jetzt fängt es wieder an. Soll ich, dreh mal um. Das ist ein Zwerg. Ich habe einen Zwerg als Kameramann. Ein Troll! Das finde ich toll, mein Troll. Ja, mein Troll ist toll oder so, ne? Da ist ein Fitzelchen blau. Ich stehe aber ja, hier. Ja, warte da ab, bis morgen.
sieht doch von hier oben alles schon wieder ganz anders aus, ne? Du kannst hier komplett über die Stadtmauer gehen. Aber da Alfred nicht gut zu Fuß ist und ich ihn auch nicht da irgendwo so lange parken will, gehen wir jetzt nur das kurze Stück. Aber ist schon cool, ne? Guck mal. Das sind schon geile Bilder. Haben wir die Kirche. Jetzt habe ich mich abgemüht, die irgendwie zu fotografieren. Gut, jede Tasche hat mittlerweile ein Brillenputztuch, weil wir nie fahren, wenn es, also eigentlich fahren wir immer und es regnet auch immer. Ich putze deine auch. Ich bin besser. Nee, stopp, ich kann deine erst putzen, wenn ich sehe, was ich tue. Und dafür brauche ich meine geputzt. Liebling, sonst würde ich die ja gar nicht für dich gebührend säubern können. Oh mein. Da habe ich jetzt lang für geübt, für den Satz. Ja, glaube ich auch. Ich hoffe, dass es eben ein bisschen geregnet hat. Also wir haben circa 20 Minuten später, ne? Ja. Wo läufst du schon wieder? Ich suche noch einen Käsemann und einen Salamimann. Ja, da unten wirst du aber keinen finden. Aber hier riecht so schön nach Muscheln. Ja, da findest du einen Muschelmann. Ja, hier ist Knipselise. Aber das war nicht ein Käse- oder Salamiladen jetzt. Nee, also, bis jetzt nicht. Essen vom Feinsten in allen Richtungen zu echt wirklich super zivilen Preisen. Ne? Auch in ja, richtigen Lokalen, also nicht nur Snackbuden. Und irgendwie habe ich mich jetzt auf Salami eingeschossen. Ja, ich schieße jetzt erstmal was anderes. Du sollst nicht die Kamera grillen. So, das ist mal ein Punkt. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben in Frankreich schon gegrillt. Du meinst in dem Urlaub? Auf dieser Tour. Auf dieser Tour. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass wir nach hier gebeamt wurden von Saint-Malo. Das Wetter hat sich so weiter heute Nachmittag wechselhaft gezeigt, wie es heute Nachmittag in der Stadt auch schon war. Wir sind noch trocken hier angekommen und dann ging es auch schon los. Wir haben den Nachmittag genutzt und haben das Video vom Leutke Meer für euch fertig gemacht. Und ich bin nachher noch mal gegangen. Ich bin unten bis am Strand gekommen. Wasser war weg. Ich wollte herrlich laufen. Regen. Bin dann wieder zurück. Jetzt nutze ich die trockene Stunde und hoffe, dass ich gleich noch mal gehen kann. Aber ich glaube, mit Sonnenuntergänge werde ich euch in diesem Video oder in dieser Videoreihe nicht allzu viel bieten können. Wisst ihr was? Ich blende euch einfach ein paar alte vom Leutke Meer ein. Oder von Soteland oder sonst wo. Hab ja noch ein paar auf Lager. So, und jetzt muss ich weiter meine Sauerei machen, bevor ich hier nachher für unmündig erklärt werde. Mach mal aus. Kleine Abendrunde. Es hat aufgehört zu regnen. Ich habe mich beeilt und wollte noch mal Richtung Sonnenuntergang gucken. Ich habe mich aber so beeilt, dass ich ungefähr anderthalb Stunden zu früh bin. Das ist wieder ein Teil des Küstenwanderwegs und ich gehe jetzt mal in die Richtung. Gestern waren wir ja an der anderen gegangen. Ich weiß nicht, ob wir hinten zu der kleinen Kapelle kommen, aber das sieht ja schon wieder schön aus. Oh, ich bin so schreckhaft, ne?
über Stock und Stein. Aber wir haben jetzt etwas mehr Seegang als gestern. Gestern war ja alles ganz, ganz ruhig. Ups. Weiter geht unsere Fahrt durch die Bretagne. Wir fahren gar nicht so weit. Es sind nur knapp 20 Kilometer. Wir fahren nach Dinard, dem Bath von Frankreich quasi. Der wohl mitunter bekannteste Badeort hier in der Bretagne. Ich konzentriere mich hier auf den Verkehr, guck, dass wir keine Straßen fahren, die für 3,5 Tonnen höher gesperrt sind. Was sagt mein Mann? Da lag eine schöne Zollstock auf der Straße. Ich konzentriere mich auch auf den Verkehr. Ich sehe fast alles. Ja, dafür bist du zuständig hinten. Er hatte Buckel. Quasimodo kommt auch aus Frankreich, meine ich. Da haben wir getankt. Also solltet ihr hier in der Nähe sein, hier an dem Einkaufszentrum. Dahinter ist eine Tankstelle. Fahrt ihr hier rechts raus? Ah, ich habe Feldscheibe so. Und da hinten könnt ihr mega günstig tanken. Und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Also da hinten könnt ihr mega günstig tanken. Ist die günstigste Tankstelle, die wir jetzt hier weidenbreit gesehen haben. Jetzt müsste der Campingplatz gleich kommen. Wie heißt der nochmal? Port Blanc, ne? Camping Port Blanc. Im Grunde kannst du aber erst ab 14 Uhr anreisen, ne? Tun wir mal lieb Fragen machen, ne? Lieb Fragen machen. Tun wir lieb Fragen machen, genau. Vorne ist das Wasser.
Aber ich denke mal, das ist die Wartebucht, dass du noch nicht rein kannst. Doch. Ah, hier steht ein Brötchenauto, das ist schon mal gut zu wissen. Ich gehe jetzt mal fragen. Come pick me up, drag me from the shadows, babe. Give me your love, you'll be my escape. Come turn me on, key inside the engine, babe. Lead the way. It's okay. Front seat car and shotgun, my lover. Driving through the city lights. Haunted by my past, I was certain. Ja, du bist ja auch hier. Hogwarts. Das Hogwarts Mini. Ja. Ich glaube, unsere Straße geht da gar nicht weiter. Das war eine Sackgasse. Ich muss mal Hogwarts Mini fotografieren. Dafür, dass du nicht nach hier wolltest, ist es ja echt schön. Sie ist wieder da. Knipseliese. Hurra, hurra. Die Knipseliese ist wieder da. Wir sind jetzt gefühlt in einer Stunde unterwegs und sind ungefähr 300 Meter weit gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das sehe, bitte kann ich mal ein Foto machen von dem Stein im Baum. Betty happy. Kleine Zwangspause, weil der Chef essen möchte. Er hat zwei Bällchen Eis. Kennt ihr den kleinen Dicken da oben? Das ist Alfred Hitchcock mit seinen Vögeln.
Lust auf eine Runde am Abend? Wir haben 18.30 Uhr und ich bin ja immer noch nicht meinen Küstenweg hier gegangen, warum ich überhaupt diesen Campingplatz angesteuert bin. Leider ist es jetzt ein bisschen diesig geworden, aber das hindert uns ja nicht. War recht unschlüssig, ob ich jetzt darunter gehen soll oder lieber doch hier rum in dem Bereich, wo wir eben im Fahrrad gefahren sind. Aber ich entscheide mich für die rechte Seite. Wenn das Wasser weg ist, könnt ihr einmal auch hier unten entlang gehen. Dann kommt ihr hier wieder aus. Und ansonsten heißt es jetzt Treppensteigen. Wofür das mal war, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr es? Dann schreibt es mir unter den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr die Absicht habt, auch einmal hier zu fahren. Oder einfach nur, weil ihr das schön findet, was ihr hier seht. Oder weil es euch nicht gefällt und wir etwas verbessern können. Schreibt es gerne darunter. Liked mir das Video. Ihr dürft es auch disliken. Die ehrliche Meinung zählt. Und wenn ihr das gut findet, was wir machen, würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und vielleicht folgt ihr uns auch noch auf Insta. Und da seid ihr immer am Zahn der Zeit. Und ihr seht, wo wir gerade sind, wenn wir nicht arbeiten. So, weiter. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never. Was soll ich sagen? Ich wollte das Video gar nicht so lang machen. Aber irgendwie hat jede Wegbiegung wieder was Neues, Faszinierendes. Ich weiß nicht, was die Superlative von Mega ist. Schreibt es mir mal drunter. Mir fällt es nicht ein. Vielleicht wie der Mensch da hinten, ich kann nicht sehen, ob Mann oder Frau, in so einer Bucht zu schwimmen, ist das. Wow. Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Solltet ihr den Küstenweg gehen wollen, er ist nicht barrierefrei und ihr solltet schon festes Schuhwerk tragen. Also von daher, ich habe jetzt Trekkingschuhe an, aber es hatte auch eben ja geregnet, teilweise stehen hier Pfützen. Ist es schon von Vorteil, mit Flipflops oder irgendwelchen Latschen würde ich hier nicht gehen. Younger.
as we had each other. Oh, everything was black and white when we were younger. As long as we had each other.